Horse Let's Plays. Let's Plays. Let's Plays. Logbuch des Captains, Guybrush Threepwood. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente. Kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich... Und da... Herzlichst willkommen zu The Curse of Monkey Island. Der dritte Teil in der Runde. Aber das lese ich euch jetzt hier alles nicht vor. Aber wir sind direkt im Anschluss zu Monkey Island 2. Weiter im Begriff. Mit Guybrush. Die Karibik. Unsicher zu machen. Schön, jetzt haben wir erstmal die Opening Credits. Hört nun mal auch dazu, den Herren muss man danken, dass sie so tolle Spiele gemacht haben. Kann man nicht anders sagen. Insane Animation System. Auch danke dafür. Und die Spieletests. Danke auch an euch. Captain Trips, besonders an dich. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so lang war. Okay.
muss ich es dir noch sagen, LeChuck? Du bist nun mal einfach nicht mein Typ. Elaine? Bei meinem geronnenen Blut, du wirst lernen, mich zu lieben. Komm auf mein Schiff und ich mache dich zur Königin der Toten. Ich kann nicht, ich wollte mir die Haare waschen. Überlegen musste. Pfeif auf dein Haar, Mädchen. Siehst du nicht, dass dieser alte, salzige Seeleib sich so sehr nach deiner zärtlichen Berührung sehnt? Ich glaube nicht, dass mein Vater zustimmt, wenn ich mit einem Untoten ausgehe. Und du bist sowieso ein viel zu netter Geisterpirat für mich. Lass uns doch einfach gute Freunde sein. Sieh der Wahrheit ins Gesicht, LeChuck. Du bist ein widerlicher, verfaulter, boshafter Schurke. Nicht gerade das, was ich mir im Moment für eine romantische Beziehung wünschen würde. Sprich nicht in Rätseln, freches Weibstück. Was soll das bedeuten? Tja. Du bist ein blutrünstiges Monster. Du hast mich schon entführt, meine Freunde gefoltert und mir den einzigen Mann genommen, den ich jemals geliebt habe. Guybrush Threepwood. Oh, wie süß. Ah, wie romantisch. Chef, ahoi! Threepwood! Fischt ihn raus. Der arme Kerl. Guybrush? Guybrush Threepwood, bei meinen feurigen Eingeweiden. Ich weiß nicht, wie du meinem Jahrmarkt der Verdammten entfliehen konntest, aber meiner Klinge wirst du nicht entkommen. Da! Ah, das Schätzchen hat Courage. Bringt ihn unter Deck. Ich kümmere mich später um ihn. Macht die Beiboote los. Und macht unsere brennende Voodoo-Kugel bereit. Und jetzt geht es los. Part 1. The Demise of the Zombie Pirate LeChuck. Das Ableben des Zombie-Piraten LeChuck. Teil 1. Und wer ist denn da? Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! Ist ja gut. So, dieser mächtige kleine Pirat sieht uns doch äußerst bekannt aus. Cool. Bleib, wo du bist! Ich bin Guybrush Threepwood. Wer bist du? Du machst mir keine Angst, du schmutziger Pirat. Hallo, bitte töte mich nicht. Ah, ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Bist du nicht ein bisschen kurz geraten für einen Piraten? Natürlich sagen wir das. Bist du nicht ein bisschen kurz geraten für einen Piraten? Hüte deine Zunge, Gefangener. Oder ich hüte sie für dich. Du klingst ziemlich hart. Du trägst einen falschen Bart. Ist der Haken echt? Ist das eine echte Augenklappe? Kann ich mir deine Kanone mal eine Sekunde leihen? Es wäre schön, mit dir zu sprechen. Na gut, trägst du einen falschen Bart? Trägst du einen falschen Bart? Blutnase, der Pirat würde niemals einen falschen Bart tragen. Ach, tust du ja. Doch. Er ist an deinen Koteletten angeklebt. Ja. Genau genommen ist es ein Qualitätsbart aus den Brust- und Rückenhaaren von echten Piraten. Ich hoffe, er wächst an, wenn ich ihn eine Weile nicht wasche. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally! Erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Erzähl mir von diesen Seminaren. Die Seminare haben mir einiges klargemacht.
Sie ahnen ja nicht, wie erhebend es ist, in der Lage zu sein, sich selbst zu sagen, ja, ich bin ein verachtenswerter, dreckiger, schurkiger Pirat, der Schande und Tadel verdient. Aber genau das ist es, was ich sein will. Alle waren sehr hilfreich. Wir hatten dieses große Gefühl der Synergie. Dann trat LeChuck die Tür ein und sagte, ihr fauler Abschaum, zurück an die Arbeit oder ich verprügel euch mit euren eigenen Beinen. Erzähl mir mehr von diesen Motivationsvorträgen. Nun, es waren keine Seminare im eigentlichen Sinne. Es war eher, was LeChuck als das Verdreschen des inneren Schweinehundes bezeichnete. Das klingt gut. Erzähl mir von diesen Audiobüchern. Die Papageien-Audiobücher sind der Schlüssel zur Piraterie. Du erhältst einen Satz von 12 Papageien. Einen pro Monat. Gib so viele zurück, wie du willst. Behalte sie alle und werde glücklich. Sie lehren dich, wie ein Pirat zu sprechen. Alle Schlüsselsätze sind darin enthalten. Streck den Mann nieder. Ich brech dir die Knochen. Lora will einen Cracker. All die Phrasen, die ein Pirat braucht, um auf hoher See respektiert zu werden. Ja, hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Bitte? Nein! Dieser Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge. Lass mich frei, Wally. Was ist hinter dieser Tür? Hinter dieser Tür verbergen sich LeChucks Schätze. Dort gibt es Haufen und Stapel von Gold und Silber. Er hat seine gesamte Beute zusammengebracht, um sie Elaine zu geben. LeChuck ist davon überzeugt, dass er Elaines Liebe kaufen kann. Das glauben wir nicht. Lass mich frei, Wally. Was ist noch einmal hinter dieser Tür? Wie sehen LeChucks Pläne aus? Er arbeitet an einer geheimen Waffe. Irgendeine unglaublich mächtige Kanonenkugel. Er will sie benutzen, um die Mauern der Festung niederzuschießen, sodass seine Mannschaft die Insel einnehmen kann. Nicht solange wir hier an Bord sind. Gut, du bist als Pirat ein Versager. Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch. Noch ein Piep und ich buchte dich ein. Piep, versuch es, Knirps. Du hast nicht den Mumm. Du und welche Kriegsflotte? Na los, schieß schon. Nehmen wir einfach du und welche Kriegsflotte. Du anstößiger Mistkerl. Noch ein Wort und ich zeige es dir. Wort. Nehmen wir einfach Wort. Wort. Das reicht. Ich werde dich zerfetzen. Ich werde... Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Sie haben recht, Mr. Wood. Ich bin einfach kein Pirat. Ich bin nicht grausam oder blutrünstig oder hasserfüllt oder sonst was. Jetzt tut er mir leid. Ich bin nicht einmal unfreundlich. Oh Gott. Ach, ist ja schon gut. Ja. Was hat er da? Das nehmen wir mal mit. Was geht mit dir? Ich will den kleinen Kerl nicht aus den Socken hauen. Na gut. Dann lassen wir das. So, und dann benutzen wir mal die Kanone. Mal schauen, was wir so tun können. So. Krieg! Hoppla! Entschuldigung. Pass auf, wo du hinschießt. Auf welcher Seite stehst du? Sehr schön, sehr schön. Wenn du so weitermachst, werden wir alle getötet. Noch ein. Oh, macht nichts draus. Es ist, als wärst du keiner von LeChucks bösartigen Lakaien. Das war ich. Entschuldigung. Die Festung, so, und jetzt. Ziel auf die. Hey, ich werde langsam ziemlich gut darin. Was heißt langsam? Fies, die ganzen Knochen und all das Zeugs treiben auf das Schiff zu. Ich kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Nun, diesmal haben sie sich mit dem falschen Totenkopf angelegt.
Wer sieht nett aus? Kann ich dich Platte nennen? Hast du was verloren? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush. Entschuldige, dass ich dein Boot in die Luft gesprengt habe. Nehmen wir das dritte. Ich bin Guybrush. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Murray, das dämonische Skelett. Der mächtige dämonische Totenschädel. Und ich bräuchte ein paar Knochen. Vielleicht nehme ich einfach deine. Was willst du machen? Mag ich jetzt schon. Mir eine Kopfnuss verpassen? Ich werde mir was ausdenken. Könntest du... könntest du mich hochheben, damit ich dich beißen kann? Nein. Natürlich. Ich dachte, ich frag mal. Hey. Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen. Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen. Super einfach, ich habe das Gefühl, dass du mich nicht sonderlich ernst nimmst. Doch, das tue ich wirklich. Wirklich? Dann will ich deine Schreie des Entsetzens hören. Ick, ah, oh, ich bin zu entsetzt, um etwas zu sagen. Ich bin zu entsetzt, um etwas zu sagen. Warum lacht ihr Bösewichte immer so viel? Warum lacht ihr Bösewichte immer so viel? Ich habe über nichts Spezielles gelacht. Irgendwo knabbert ein Fisch an meinem Fuß und das kitzelt. Kann ich dich Platte nennen? Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Ist es ein richtig böse aussehender Türstopper? Naja. Hatte der Vater deiner Mutter auch eine Glatze? Naja, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du anziehst. Wie kannst du ohne Augen sehen? Na, wir nehmen erstmal was. Nun ja, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du anziehst. Nun, das ist wohl richtig. Um Schmuck brauchst du dir wohl nicht mehr viele Gedanken zu machen. Das stimmt auch. Und Hüte stehen mir besonders gut. Na bitte. Hatte der Vater deiner Mutter auch eine Glatze? Ich habe keine Glatze. Ich habe nur sehr hohe Geheimratsecken. Ja, das kenne ich. Wie kannst du ohne Augen sehen? Wie kannst du ohne Hirn herumlaufen? Alles Dinge, auf die niemand eine Antwort gibt. Oh ja. Ich gehe jetzt. Gut, nun lass mich allein. Ich muss noch eine Menge Intrigen und Bosheiten aushacken. Gut, so. Kann man das nehmen? So weit komme ich nicht. Okay. Wenn ich erst einmal... Dort schwimmt ein Skelettarm im Wasser. Okay. Müssen wir mal kurz gucken. Dann war das so. Nun ja, ich schätze, ich sollte das wohl positiv sehen. Ja, kann man auch so sehen. An sich bist du noch nicht unten auf dem Meer, also alles gut. Hey, das ist mein Arm! Gib ihn zurück! Kann ich den jetzt noch mitnehmen? Hey! Ich wollte mitnehmen. Naja, okay. So, wenn ich das richtig... Oh, jetzt haben wir natürlich ein Schwert. Und wir wollen natürlich raus, das heißt... Das benötigt keinen Schnitt. Okay. Das Halteseil. Um dann rauszukommen. Haha, schmecke den kalten Stahl, schwächliches Kanonenhalteseil. Yeah. So. Ja. Und wenn ich das Seil betätige, sind wir direkt in der nächsten Folge. Oder machen wir das in der nächsten Folge? Ah nein, wir spielen einfach durch. Gut. Und jetzt werde ich mit den dämonischen Flammen dieser Voodoo-Kugel mein wahres anderes Ich in die wahre andere Welt schießen. Dann wird sie sehen, was sie mir bedeutet. Oh. Oh! Bei Neptuns Nabel, das war ganz schön knapp.